Hallo, ich bin die Anna-Luisa und wir sind hier bei der Tierarztpraxis Kalvelage in Bad Zwesten und hier mache ich mein Praktikum. Ich bin in der 8. Klasse und dann können wir einfach mal reingehen und gucken, wie es da drin aussieht. Also links hier ist das Wartezimmer für die Gäste mit ihren kranken Tieren. Hier warten sie und hier ist eigentlich immer eine ganz gute Stimmung. Hier unterhalten sich die Leute. Hier rechts ist die Rezeption. Hier melden sich die Besitzer mit ihren Tieren an. Dann wird hier eine Kartei per Computer an die zwei Computer in Behandlungsräume geschickt, wo die Ärzte dann sehen können, wer im Wartezimmer ist und was die Tiere haben. Hier bei der Gelegenheit kann ich gleich meine Praktikumsleiterin vorstellen, die Frau Kalvelage. Ja, also hier ist der erste Behandlungsraum, hier ist der Computer, wo man dann sehen kann, welche Patienten in dem Wartezimmer sind. Da drückt man einfach hier auf das Wartezimmer und dann öffnet sich ein Fenster und man sieht das. Dann hier werden die Tiere auf den Tisch gesetzt. Dann kann man, hier ist eine eingebaute Waage drin, hier kann man dann sehen, wie viel die Tiere wiegen. Dann sind in den Schränken hier ziemlich viele Medikamente. Dann in dieser Tierarztpraxis dürfen die die jetzt in eine eigene Apotheke führen, wo sie die Tiere behandeln können. Hier ist das Ultraschallgerät. Damit kann man in die Tiere reingucken, zum Beispiel wenn sie trächtig sind, und dann kann man die kleinen Tiere sehen. So. Kommt noch jemand? Ist das jetzt mit Ton oder ohne Ton? Okay. Also, die Katze hat nicht mal einen Namen. Ist namenlos. Weiblich. Ne? Und hat wahrscheinlich von einem alten Katzenschnupfeninfektion hier eine Verletzung oder, wie gesagt, das durch den Katzenschnupfen ist die Hornhaut kaputt vom Auge. Na, nochmal Narkose angucken. Ne? Guckt man sich die Schleimhäute an, die in der Katze narkosefähig ist. Na, wenn die jetzt ganz blass wäre, wäre das kein guter Zustand, um das Tier in Narkose zu legen. Die hat Zitzen, ne? Sie hat Zitzen angebildet, die hat also jetzt klein gehabt, dieses schmächtige Tierchen, was nur 1,5 Kilo oder so wahrscheinlich wiegt. 1,6 wiegt es nur. Prima. Gut. Mal kontrolliert, weiblich ist es auch. Die Narkose erfolgt intramuskulär, also man sagt dazu auch IM, jetzt so im umgangssprachlichen Veterinärmedizinischen, und da wird hinten ein langes Sitzbeinmuskel für genommen. Wir beruhigen die Katze und jetzt kann sie ein bisschen zuppeln und zippeln. So, gut. Narkose, die wir immer so standardmäßig durchschnittliches Katzengewicht, das ist zum Kastration immer so 4 Kilo. Und jetzt, das ziehen wir dann immer auf und dann geben wir jetzt ungefähr die Hälfte haben wir davon gegeben und gucken, wie die Katze jetzt einschläft und dann kommt der nächste Teil. So, das wird jetzt Ruhe, die stellen wir jetzt noch nebenan, dass sie in Ruhe einschlafen kann. Wir gucken zwischendurch nach der Katze. Ne, nicht, dass sie sich irgendwie so komisch hinlegt, dass ihr Kopf abknickt und dann keine. Die Atmung behindert ist die Armlehne. Okay, jetzt gehen wir sozusagen in den Operationsraum, der gleichzeitig auch der zweite Behandlungsraum ist. Und wenn da keine Operation stattfindet, werden halt von einer anderen Tierärztin auch die Tiere da behandelt. Dann können wir einfach mal reingehen. Gut. Ja. Ja.
Narkose versetzt haben. Die haben wir nun weiter vorbereitet, die schläft jetzt. Jetzt haben wir das OP-Feld desinfiziert, rasiert. Ich habe sterile Handschuhe an. Die wird kastriert. Das heißt, für ein weibliches Tier darf man ja eigentlich nicht kastrieren, sondern eigentlich sterilisieren. Aber es ist, heißt kastrieren oder man sagt kastrieren, also es ist eine, oder ist eine Kastration, weil man ja nicht etwas unterbindet, sondern entfernt. Das heißt, wir entfernen der Katze die Eierstöcke, damit sie nicht mehr trächtig wird. Und somit auch dieses kleine Ding nicht mehr. Nicht mehr gebären muss. So, jetzt haben wir desinfiziert. So, jetzt haben wir die äußere Haut. Können Sie Blut sehen? Ja. Eröffnet. So, äußere Haut, innere Muskulatur. Das ist der Eierstock mit der Gebärmutter dran. Nehmen wir uns sterile Fäden und binden quasi, man sagt, wir binden die Eierstöcke an. Hat eine Ligatur gelegt. Hier ist das zuführende Gefäß am Eierstock. Wenn wir das jetzt einfach so abschneiden würden, würde quasi die Katze immer nicht verbluten. Dann setzen wir die Ligaturen, so bestimmte Knoten. Folge. Das sind sogenannte chirurgische Knoten, die man da verwendet, also nicht die, die man beim Stopfen und Nähen. Jetzt brauchen wir natürlich die Katze oder der Hund auch mit zwei Gebärmutter. Ich mache die mal los. Gebärmutter haben wir und jetzt suchen wir uns die andere. Zweiter Eierstock. Jetzt kommt den ersten.